Die Philippinen, das sind traumhafte Inseln, einsame Sandstrände, Kokosnüsse und glasklares Wasser. Aber nicht für uns, wir sind mal wieder ganz woanders unterwegs, hier auf Luzon, mitten im Nirgendwo, erkunden die etwas untouristischeren Ecken der Philippinen. Jetzt geht's los, let's get lost auf Luzon. Ticket is available. Over there. Wir sind jetzt hier am Busterminal in Manila. Hier haben wir nämlich die letzten Tage verbracht, aber wie wir die Stadt finden, dazu sagen wir später noch mal was. Jetzt geht's erstmal los zu unserem ersten richtigen Stopp hier auf Luzon. Und zwar fahren wir mit dem Bus zur Capas Junction und da in der Nähe befindet sich der Mount Pinatubo, einer der gefährlichsten Vulkane der Welt und da müssen wir natürlich hin. Wir hoffen, es ist der richtige Bus. Schauen wir mal. Auch wichtig, dass man immer was Gesundes dabei hat. We go to Alvin. Yes. You know? Yes. How much is it? 400. 400? Yes. Also hier sind wir jetzt bei Capas Junction, was im Prinzip einfach nur die Mitte dieser riesigen Straße ist. Aber auf uns kam gerade erst schon ein Tricycle-Fahrer zu, der meinte, er kennt Alvin, das Guesthaus, wo wir hinfahren. Also von daher ist das nicht mal so schwer, will nur ein bisschen viel Geld. Wir haben einen günstigeren Preis gehört. Und ja, gehen jetzt aber erstmal pinkeln und dann fahren wir nochmal. Okay, 300. And where do we put the bags? Jetzt haben wir die 300 Pesos bekommen als Preis, aber es ist, glaube ich, das kleinste Tricycle ever. Also ich passe hier überhaupt nicht rein. Helen sitzt jetzt hier draußen drauf. Aber gut, dafür ist es günstig. Und, war es bequem? Made it. Ziemlich eng, aber ich musste mich ja opfern dafür, dass ich filmen kann. Also jetzt, bei mir war es ganz nice. Ich glaube, es hat jetzt so, keine Ahnung, nochmal 30 Minuten gedauert. Ja, mindestens. Jetzt sind wir hier bei Alvin and Angie Bognot Mount Pinatubo Accommodation and Tours. Ich glaube, viel näher dran kann man nicht wohnen am Vulkan. Nee, hier ist auch irgendwie ein bisschen Militärgebiet, also wir wurden gerade auch schon nach den Pässen gefragt und so weiter. Ja, das ist ein bisschen Sperrzone. Ja, bringen wir eine Erfahrung, wie wir das hier, den Hike realisieren können, wissen es nicht wirklich, aber hier ist schon mal ein cooler Eindruck. Also ich habe, glaube ich, seit heute Morgen keinen einzigen anderen Touristen gesehen. Das stimmt. That's why we are here. Schon den ersten Freund gefunden. Ja. Aber nicht nur die Katze ist süß, sondern der erste Eindruck ist richtig, richtig schön. Hier ist alles grün, der Sitzbereich ist mega cool. Also ich glaube, wir haben hier eine gute Wahl getroffen. Doppelbett. Noch zwei andere Betten. Falls noch Gäste kommen, kann man seine Sachen ablegen. Und wir dachten eigentlich, wir haben gar kein eigenes Bad. Jetzt haben wir doch ein eigenes Bad. Das ist natürlich sehr nice. Und es riecht richtig gut hier drin. Aber die lassen sich die Abgeschiedenheit hier auch gut bezahlen. Ja, ich glaube, wir zahlen 35 Euro, aber inklusive Frühstück für zwei Personen. Ich würde sagen, das ist aber okay. Ich glaube, Alvin, der Besitzer, ist, glaube ich, noch nicht da. Nee, mit dem machen wir, glaube ich, auch dann die Tour. Aber dazu kommen wir noch. Ja, jetzt gehen wir erstmal was essen. Ja. Hast du schon mal einen getroffen? So, für mich als ballverliebtes Kind ist es immer schwierig. Sobald ich einen Volleyball oder Basketball sehe, muss ich einfach spielen. Das Problem ist, hier auf den Philippinen siehst du halt alle 50 Meter jemanden Basketball spielen. Also das ist wirklich krass und ja. Da, hello. Das ist für mich dann wiederum schwierig, ja, weil er dann immer weg ist. Ja, aber einmal muss man hier mitnehmen. Hallo, thank you. But I'm Anna, by the way. Yeah, ah, hallo. Nice. What's your name, madame? Helen. Helen and? Yes. Norman. Nice to meet you, nice sir. To meet you. Oh, cool. Yeah, but if you want to try to request food and I'm the one, I will set up them some table for dinner if you want to try to come. Also das war Anna von dem Restaurant, was wir auch gesucht haben hier bei Google Maps. Sehr gut bewertet. Aber das ist gerade under construction. Die hat gemeint, die würde trotzdem was machen. Wir haben gesagt, wir kommen morgen wieder, weil wir haben jetzt echt übertrieben Hunger. Wir haben noch nicht zu Mittag gegessen. Die meint, es dauert ein bisschen. Aber wir werden es uns nicht entgehen lassen und morgen da mal ganz gemütlich snacken. Und sie war halt auch ultra nett, wie eigentlich alle Menschen bisher, ja, hier. Total. Also mir gefällt es richtig gut auf den ersten. Ja, mega. Richtig diese, local life. Ja, diese Idylle hier einfach. Mega schön. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir ein bisschen was zu essen schnell auftreiben. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, das hilft unserem Kanal richtig viel weiter. Und falls ihr mehr solcher Vlogs sehen wollt, Länderguides oder was auch immer mit dem Thema Weltreise zu tun hat, dann abonniert gerne diesen Kanal und jetzt geht's weiter im Video.
I take fried rice. Yes. With egg. Yeah, for me the scrambled egg. Scrambled egg, it's sunny side up. Yeah. Okay. Das erinnert uns hier auch total an Indonesien. Da waren wir ja auch so auf Inseln, off the beaten path unterwegs. Und das Gefühl haben wir hier auf jeden Fall auch. Aber was anders ist, hier kann man sich richtig gut mit Englisch verständigen. Also Englisch ist auch eine der zwei offiziellen Amtssprachen hier. Und das heißt, man kann zum Beispiel sagen, man isst kein Fleisch und die Leute verstehen das. Das war in Indonesien nicht immer so. Das ist eigentlich ganz angenehm hier. Schmeckt. Ja, simpel, aber geht auf jeden Fall klar. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe einen Eistee bestellt. Der schmeckt wie diese Körner von früher, wo man sich das so selber zusammengemischt hat. Also sehr süß, aber sehr lecker. Und ich habe mal mit der Besitzerin geredet, weil da lag ein Volleyball noch auf dem Boden. Da habe ich gefragt, ja, spielst du gerne Volleyball? Sie so, ja, ja, Volleyball ist hier auf jeden Fall der Sport für die Frauen. Also die Männer spielen alle Basketball, die Frauen spielen alle Volleyball. Ich habe gesagt, morgen Nachmittag spielen sie, sie sagt uns Bescheid. Also nach dem Hike geht es erstmal zum Volleyball spielen. Also Philippiner oder Filipinos wissen, welche Sportarten gut sind. Oh mein Gott, süßer Eistee, Basketball, Volleyball, Vulkane. Nothing more to say. Good morning. For me, tea. Thank you. Have a seat. Thank you. Thank you. Also wir haben jetzt 8:45, frühstücken noch und holen uns so eine Kleinigkeit beim Bäcker, weil ich glaube, wir haben mehr Hunger. Und dann startet die Tour, die man allerdings nicht auf eigene Faust machen kann. Also es ist so, dass man den ersten Teil in einem 4x4 fährt und dann den zweiten Teil, in dem man wandert, braucht man auf jeden Fall einen Guide. Den kann man sich dann sonst am Parkeingang auch holen. Aber wir haben gesagt, okay, wir machen das jetzt Ganze komplett geführt. Also mit einer Tour von unserer Unterkunft, die angeboten wird, die 45 Euro kostet. Also die ist übertrieben teuer pro Person. Also das hätten wir niemals gedacht, dass diese Tour so teuer ist. Wir dachten, nee, das ist off the beaten path, das ist voll günstig. Also das ist schon ja, mit der Unterkunft und der Tour auf jeden Fall über unserem Budget. Aber was macht man hier alles für Vulkane? Von daher hoffen wir mal, dass es cool wird und sind mega gespannt. Wetter scheint ganz gut zu sein und wir freuen uns auf jeden Fall. Okay, so the tour will start here with an hour and a half 4x4 ride, okay? So it's going to be a very bumpy ride. Wo wir jetzt hier durchfahren, ist schon Vulkanasche. Das verdeutlicht, glaube ich, die Dimension dieses riesigen Vulkans. Und wir fahren jetzt 1,5 Stunden, glaube ich, hier lang. Also wird auf jeden Fall übertrieben Bock. Also wir machen die Tour zusammen mit einem anderen philippinischen Paar. Und die haben uns auch schon ein paar interessante Dinge erzählt und übersetzen auch immer so ein bisschen, wenn die Guides was fragen. Und diese komplette Area, in der wir hier stehen, also diese flache Landschaft mit diesen ja etwas steileren Felsen nebenan, wurde durch Lahar-Ströme gebildet. Das heißt, wenn der Vulkan ausbricht, bilden sich halt diese Lahar-Ströme. Das ist eine Mischung aus Asche, Geröll, Schlamm, Matsch, was auch immer. Und jetzt zieht einfach hier durch die komplette Landschaft durch. Und da fahren wir jetzt die ganze Zeit durch. Also es ist auf jeden Fall krasse Surroundings hier. Das Gute ist, dass wir etwas antizyklisch gestartet sind. Dadurch, dass wir ja so Langschläfer sind, haben wir gefragt, ob wir nicht ein bisschen später anfangen können. Und der Alvin hat auch gesagt, dass daher die meisten Touren jetzt schon auf dem Rückweg sind. Jetzt haben wir gerade die ersten gesehen. Ich meine, es sind wahrscheinlich eh nicht viele, aber wenn wir Glück haben, sind wir ganz alleine da. Also der nicht anstrengende Teil der Tour ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt so ungefähr 1,5 Stunden mit diesem 4x4 gefahren und es hat ultra Bock gemacht. Also das war schon richtig cool. Und jetzt startet hier die Wanderung. Ich weiß gar nicht genau, wie lange wir brauchen. Also es sind so 4 Kilometer. Keine Ahnung, was uns erwartet, wie hart das jetzt hier wird, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall heiß. Auf dem letzten Stück vom Trail und hier ist der Weg noch mal richtig verrückt geworden. Also hier ist so unfassbar grün, hier plätschert so dieser Bach lang. Also wenn ich es nicht wüsste, würde ich niemals denken, dass hier ein Vulkan ist. Wie klar auch einfach dieses Wasser ist. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Ist einfach komplett durchsichtig. Wow, krass. Ich hätte niemals gedacht, dass hier so riesig ist. Heftig. Das sieht so geil aus. Das ist jetzt Vulkan Nummer 13, den wir gesehen bzw. bestiegen haben, der 12. auf Weltreise. Also das ist wirklich hammerschön. Einer
schöner als der andere. Und der hier von den Ausmaßen wirklich extrem krass und ein sehr besonderer Vulkan, weil hier, genau hier an diesem Punkt, hat sich die zweitheftigste Eruption, der zweitheftigste Vulkanausbruch des 20. Jahrhunderts ereignet. Gar nicht so lange her, 1991 im Juni, kurz vor meinem Geburtstag, bevor ich geboren wurde, ist hier der Pinatubo-Vulkan ausgebrochen und ja, es war extrem krass gewesen. Ich kann mal ein Bild dazu einblenden, wie das ausgesehen hat. Eine riesige Aschewolke, die einfach quer in der Luft gelegen hat und die Eruption hatte die Stärke 6. Also es gibt einen Vulkanexplosionsindex und da war es halt die Stärke 6 und da sowas kommt, keine Ahnung, vielleicht mal alle 100 Jahre vor. Also es ist extrem heftig, was hier passiert ist und ja, heute ist es wunderschön zum Ansehen und hier steht auch so ein Schild, wo das beschrieben ist, a beautiful disaster. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Ein sehr beliebtes Fotomotiv hier mit den Filipinos. Du durftest aber auch mal drauf. Ja, ich durfte auch mal drauf, bis ich gehen musste. Ja, jetzt ist erstmal Zeit für Lunch. Aber auf jeden Fall Hunger. Ja, es gibt auch vegetarisches Essen hier. Ja, haben wir vorbereitet. Diese Aussicht, die gab es vor 1991 nämlich nicht. Weil man muss sich vorstellen, das alles, was hier jetzt der See ist und der Krater war vorher ein Kegel. Also es war ein Vulkankegel, der ich glaube 200 oder 300 Meter höher war und dann während der Eruption halt in sich zusammengebrochen ist und seitdem hat sich dann hier dieser Kratersee gebildet. Ja, und was halt richtig cool ist, ist, dass hier auch wirklich nicht viel los ist. Also wir haben ja ein paar Touren gesehen, es sind aber eigentlich hauptsächlich Einheimische gewesen und dadurch, dass wir es so ein bisschen später gemacht haben, sind wir jetzt hier wirklich komplett alleine. Also das mögen wir ja auch immer sehr gerne, so Touren zu machen oder coole Spots zu sehen, eben ohne viele andere Touristen. Wir haben jetzt auf dem Rückweg hier nochmal einen Stopp gemacht bei so einem indigenen Dorf, weil unser Guide kann auch diese Sprache sprechen und da hat sich das angeboten und wir waren erstmal so ein bisschen skeptisch gewesen bei sowas. Solche Sachen sind auch manchmal irgendwie ein bisschen, ja ich sag mal, unmoralisch, um es jetzt mal so zu formulieren. Wo Leute dann irgendwie vorgeführt werden, genau. Oder das Ganze halt nur so ein Touri-Ding ist und man dann irgendwie Geld bezahlen soll. Das ist zum Glück hier gar nicht der Fall. Ich habe das Gefühl, das ist hier sehr authentisch. Wir laufen hier einfach gerade einmal durch den Ort. Ohne dass uns jetzt hier jemand bespaßt oder so. Unser Guide kann uns halt ein bisschen was zeigen, weil er wie gesagt auch die Sprache spricht. Und es ist halt mega interessant zu sehen, wie einfach die Leute hier leben in so ja, zusammengebauten Bambushütten. Es gibt wohl aber Strom durch Solarenergie und wir haben auch mehrere Brunnen gesehen, also Wasser. Und die betreiben hier Landwirtschaft. Wir haben ja schon gesagt, dass hier eben die Erde so fruchtbar ist. Und ja, verkaufen das dann hier in den umliegenden Dörfern. Was es auch gibt, ist natürlich eine Kirche und auch ein Basketballplatz. Selbst in diesem Dorf mit 150 indigenen Einwohnern gibt es einen Basketballplatz. Das ist wirklich krass hier auf den Philippinen, da macht nichts von Halt. Und ja, das war eigentlich ganz cool gewesen. Hier hinter uns sind die Kiddies, die immer mit der Steinschleuder rumspielen. Also das war ja, besser als gedacht. Wir waren ein bisschen skeptisch, aber können auch sagen, diesen Programmpunkt kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Und ja, jetzt machen wir uns mal zurück, weil wir müssen raus aus der Sonne. Ich bin schon sowas von rot. Cheers. Cheers. Das erste San Miguel hier auf den Philippinen. Das haben wir uns verdient, wobei man dazu sagen muss, dass die Wanderung jetzt nicht mega anstrengend war. Also es war eigentlich schon gut machbar. Ich glaube, wir sind so eine Stunde ungefähr hin, ein bisschen länger vielleicht und auch wieder zurückgelaufen und es geht nicht besonders steil hoch. Aber es macht mega viel Spaß, weil der Weg halt richtig schön ist. Also ja, das war echt cool. Unser Guide hat es, glaube ich, in Flipflops gemacht. Ich glaube, das sagt alles darüber aus, wie anstrengend es tatsächlich war. Aber deswegen war es nicht weniger schön und ich hoffe, das Video wird dem gerecht, wie wir es auch wahrgenommen haben. Weil es war jetzt viel mehr als, man sieht irgendwie einen See und weiß nicht mal wirklich, dass es ein Vulkan ist, sondern diese ganze Experience hier in dem Dorf, dann da mit dem 4x4 hinzufahren durch diese krassen Landschaften, dann die schöne Wanderung und dann dieser wundervolle Ausblick auf den See. Aber halt auch ohne andere Touristen. Ja. Ne? Das ist ja auch das, was wir so gerne mögen, irgendwie Sachen zu machen, die nicht irgendwie jeder macht. Und wir hatten das im Endeffekt ganz für uns alleine dort, weil wir halt die letzten waren, die ankamen. Das war schon ziemlich cool. Wir machen auch noch einen Blogbeitrag dazu, den findet ihr unter www.betterbeyond.de. Da sind dann die ganzen Busverbindungen aus Manila und die Unterkunft ist verlinkt, der ganze Ablauf und so weiter. Nochmal zum Nachlesen. Und ja, apropos Manila, da wollten wir auch noch ein, zwei Worte drüber verlieren. Da waren wir ein paar Tage, bevor wir hier hin sind. Und meisten sagen ja eigentlich, Manila soll man skippen, hat nicht so viel zu bieten. Und im Endeffekt müssen wir sagen, ist schon was dran. Also wir waren jetzt zwei, drei Tage in Makati, was so ein wohlhabender Bezirk ist, mit viel Business und Hochhäusern und so weiter. Relativ modern und hat uns eigentlich auch gut gefallen. Und
Aber man muss jetzt auch sagen, wenn man es jetzt nicht macht, dann verpasst man nichts. Also es kann auf gar keinen Fall mit den Städten wie Bangkok, Kuala Lumpur oder Singapur mithalten. Aber wenn man Zeit hat, kann man es vielleicht ein, zwei Tage mitnehmen zum Ankommen, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen schneller unterwegs ist. Und dann skippt man es, dann verpasst man nichts. Aber es war halt spannend zu sehen, weil es uns voll an Mittelamerika erinnert hat, weil man diese spanischen Einflüsse so krass merkt. Ja, mega. Also wir haben zum Beispiel jetzt immer Kirchen gesehen statt Tempel und Jeepneys. Also diese kleinen Wagen, die eigentlich aussehen wie so Chickenbusse, die wir aus Guatemala, Nicaragua kennen und so. Also das war schon ganz cool. Aber ja, wenn man die Zeit nicht hat, dann kann man es auch skippen. Aber Luzon hat auch noch viel mehr zu bieten. Für uns geht es jetzt nämlich noch weiter hier auf der Hauptinsel. Wir fahren einmal ganz in den Süden. Da gibt es nämlich noch mehr Vulkane und auch noch ein paar andere coole Aktivitäten. Das seht ihr dann im nächsten Video. Also macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.